Zu Wort gemäß der Abgeordnete Schatz, bitte. Herr Bundesminister, wir sehen in den letzten Jahren ein Hoch an rechtsextremen Straftaten in Österreich. Wir haben eine bedrohliche Häufung von Waffenfunden in der rechtsextremen Szene. Und Ihr Vorgänger, mittlerweile Bundeskanzler Nehammer, hat ja auch auf die Bedrohung durch die rechtsextreme Szene hingewiesen. Gleichzeitig haben wir auch ein Hoch an antisemitischen Vorfällen, wie die IKG auch bereits bekannt gegeben hat. Und viele dieser antisemitischen Vorfällen haben auch einen eindeutig rechtsextremen Hintergrund. Auf Basis auch dieser Fakten haben wir hier im Juni beschlossen, einen nationalen Aktionsplan gegen Rechtsextremismus auf den Weg zu bringen, der auch Maßnahmen quasi verknüpft mit der Strategie gegen Antisemitismus vorweisen soll. Meine Frage ist, wie weit sind Sie in der Umsetzung dieses nationalen Aktionsplanes? Sehr geehrte Frau Abgeordnete, geschätzte Damen und Herren Abgeordnete, unter der Koordinierung des Innenministeriums findet derzeit die Erarbeitung des österreichischen Aktionsplans Extremismusprävention und Deradikalisierung, kurz NAP, von Expertinnen des bundesweiten Netzwerks Extremismusprävention und Deradikalisierung, kurz BNET, auch entsprechend statt. Sie wissen, das ist mit Teilnahme unter anderem vom DÖF, von der Kinder- und Jugendanwaltschaft, Neustart und viele andere Organisationen, die hier in diesem bundesweiten Netzwerk auch mitarbeiten. Der Aktionsplan oder dieser Aktionsplan ist österreichweit eine erste Zusammenschau von zielgerichteten Maßnahmen und Empfehlungen zur Bekämpfung aller Formen des Extremismus aus Sicht von diesen Expertinnen. Koordinierte Ausstiegsarbeit richtet sich gegen alle Formen des Extremismus. Die Bekämpfung von Rechtsextremismus ist ein fundamentales Ziel auch in diesem Aktionsplan. Der Aktionsplan wird im Rahmen des vom BMI organisierten Präventionsgipfels als Meilenstein der Extremismusprävention und die Deradikalisierungsarbeit vorgestellt. Sie wissen, eine pandemiebedingte Verschiebung erfolgte auf Frühjahr 2022. Und gegenwärtig befindet sich der NAP, wie er kurz genannt wird, in guter Abstimmung zwischen den Koalitionspartnern. Eine verstärkte, behördenübergreifende und interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Expertinnen, insbesondere der Wissenschaft, zur gemeinsamen Bekämpfung von Extremismus, insbesondere Rechtsextremismus, ist mein großes Ziel. Zusatzfrage? Der Direktor des neuen DSN, Omar Javi Birchner, hat konkret darauf hingewiesen, dass vor allem aus der Szene der Corona-Leugner momentan die größte Bedrohung hervorgeht. Und er sagt auch, das große Risiko liegt darin, dass Rechtsextreme die Szene nutzen, um ihre Ideologie voranzutreiben. Wir haben vorher auch schon gehört, dass es immer wieder zu antisemitischen Verschwörungstheorien kommt, zu Übergriffen auf Polizistinnen und Polizisten, Medienvertreterinnen, Medienvertreter. Meine Frage ist jetzt konkret, welche Maßnahmen setzen Sie konkret in den nächsten 3 Monaten, um dem auch entgegenzuwirken? Ja, Sie haben recht, Frau Abgeordnete, der Direktor des DSN hat das genannt. Auch ich habe das in mehreren Interviews bereits gesagt, dass hier ein Fokus von mir darauf liegt, dass wir in dieser Frage, dass hier manche Demonstrationen von rechtsradikalen Gruppen unterwandert wird, sehr wachsam sein müssen. Diesen Auftrag hat das DSN, weil es auch ein persönliches, besonderes Anliegen von mir ist.